und herzlich willkommen beim zweiten Tag unseres Projektes Foundation. Hier, was haben wir gemacht? Wir haben gebaut. Wir haben die Bauhütte. Funktioniert gut. Aktuell haben wir kein laufendes Projekt. Das heißt, wir könnten den entsprechenden Baumeister für was anderes verwenden. Für was anderes. So, als was setzen wir den ein? Als Sammler. So, die Leute sind alle zufrieden. Das ist gut. Das ist schön. Wir haben jetzt das Folgende heute vor. Wir haben gebaut bisher die Bauhütte, den einen Speicher. Wir haben einen Marktplatz, ein Holzfällerlager, den Steinbruch. Das Forsthaus, das werden wir nachher aufbauen. Wir haben ein Sägewerk, eine Sammelhütte und den ersten Brunnen. Mehr. Gut, wir können später noch andere Sachen bauen, eine Kirche. Mal schauen, wie das alles noch so von sich geht. Wir werden mal die Zuwanderung aktivieren, dass wir mal schauen. Wir brauchen irgendwo dann ein Wohngebiet. Das legen wir hier an. Ziemlich nah am Brunnen, dann können die Leute was essen. Und natürlich auch trinken. Genau das machen wir nachher. Sofern wir das schon ansetzen können. Noch geht's nicht. Okay, das heißt aber jetzt, wir brauchen wieder ein bisschen Arbeitskräfte. So, oder bei den Fischern. Deine haben wir 17, wir haben Holz. Das heißt, wir werden mal... die lassen wir mal auf jeden Fall. Man kann dir einen Namen geben. Okay. Gib mir dein Mann. Und dann gibt mir keinen neuen Namen. Ja. Genau, der gibt mir einen Namen. Engelchen. So, mein Engelchen. Die ist sehr zufrieden. Das ist gut. So. Was haben wir hier aufzubauen? Lagerhaus geht noch, dann brauchen wir erst neue Ankömmlinge. Fischerhütte. Mangels Wasser macht auch noch keinen Sinn. Dann mal schauen, ob wir das hier zukaufen können später. Dann hätten wir den Weg zum Wasser. Nochmal 500 von dem Ding da. Okay, das wollen wir keinen großen Stress machen. Bauen wir, was können wir noch bauen? Die Frage, ob wir noch ein Holzfällerlager bauen. Lieber Einwohner, kommt doch mal zu uns. Okay, was brauchen wir? Gut, sagen wir mal, so eine Sammlerhütte, ich habe nie, ne? Nö, eigentlich nicht, ne? Nein, hiermit entschieden, wir brauchen noch eine Sammlerhütte. Die lassen wir mal hier sammeln. Auch in der Nähe vom... Halt, wir machen jetzt doch was. Wir haben eine neue Freischaltmöglichkeit bekommen. Wohngebiet, endlich. So, das heißt, wir bauen jetzt... Ich bin euer bescheidener Diener. Vielen Dank. Ich wollte schon immer einen Diener haben. So. Wir werden jetzt hier genau im Zentrum unser Wohngebiet bauen. So. Jetzt mal schauen, wie das funktioniert. Was passiert jetzt hier? Wir haben jetzt 10 Einwohner, das reicht schon mal im Moment. Deaktiviert. So, wir haben ein Wohngebiet markiert. Was können wir jetzt bauen Neues? Eine Kirche, eine immer noch. Ein Herrenhaus. Ist das politisch korrekt? So, das Herrenhaus setzen wir dann mal. Na, so am Rand hier. Das sieht dann irgendwie dann später gut aus, ne? Sei denn, warte mal, müssen wir mal gucken, ob wir hier
Nee, hier haben wir kein Wohngebiet gemacht. Das heißt, wir machen hier mal die Bodenplan. So. Hier verbieten wir, denn wir bauen hier unser Herrenhaus hin. Oh ja. Schon eine Idee. Genau, wir werden das so eine Art von Gutshof machen. Außerhalb. Und wir brauchen natürlich auch eine Tür. So. Und noch eine Tür. Und wie heißt die Redewendung? Auf einer Tür? Geht gar nicht mehr. So. Wir bekommen zwei. Genau. Und bekommen zwei von den Teilen. So. Und dann bauen wir nämlich gleich noch ein Herrenhaus für die Damen. Das Herrenhaus für die Damen. Schauen wir mal, ob man das so wie es vorher dran setzen kann. Schauen wir mal. Das geht nur im Winkel, ne? Ne, das lassen wir mal. Gut, die Idee war mir schlecht. Aber einen Schornstein setzen wir dran. Außerhalb des Territoriums. Ist das ein Außenschornstein oder ein Innenschornstein? Okay, wir brauchen 25 Steine, 7, das haben wir noch. Und Bretter, das heißt, jetzt geht's dann los. Ja, damit können wir nämlich später, was haben wir mit Baumeister noch? Baumeister, wo seid ihr? Dann gehen wir zum Baumeister, du willst auch Baumeister werden. Wir haben den Herrn Arbeitslos auch zum Baumeister gemacht. Der Bergarbeiter sagt, ja, wir sind ja dabei, du kriegst ja gleich eine, hoffentlich, ein Wohngebiet. Eingezeichnet haben wir das ja schon. Festgenommen, gucken wir mal mit dem Wohngebiet, ja, also müsste wir haben. Wisst ihr was, dann machen wir das Wohngebiet hier weg. Also niedrig ist ja niedrig, ne? Aber das ist gut. So, dann haben wir hier die Pinselgröße kann man ändern. P, L, um zu verringern. Ah. Hier. Da wollen wir ein Wohngebiet haben. So. So, jetzt könnt ihr wieder anfangen, was zu bauen. Genau, das wäre gut. Wie funktioniert das? Okay, dann machen wir ein bisschen schneller. Baut ihr ein Haus? Was habe ich hier? Der bringt was Falsches. Was fehlt denn da noch? Baum. Notwendige Teile. So, machen wir mal kurz langsam. Ja, ich weiß ja, ihr bekommt ja euer Häuschen. So, was fehlt denn da jetzt noch? Okay. Ah, ich brauche noch einen Glockenturm. Glockenturm? Ist nur ein Glockenturm? Was ist hier?
bist auch an der Tür. Okay, das ist aber etwas, was ich jetzt machen kann. Okay, dann bauen wir das mal hinten dran. Wo kann ich die Erweiterung dran machen? Das ist der Tür, die Bitch. Die Clown. Die haben dieselben Art. Komm. Und jetzt kommt jetzt ein Turm hier rein. Ah, und jetzt haben wir bei. Okay, verstanden. Ja, aber warum bauen sie hier keine Häuschen? Ah, muss ich mal anschalten, ne? Gut, aber essen sieht gut aus. Dreiunddreißig Bretter haben wir. Wir brauchen 40 Steine, das wird ein Problem. 49. Und wir brauchen 12 Werkzeuge. Wo können wir die Werkzeuge her? Ah, können wir jetzt schon handeln? Handeln. Speichern, das ist gut. Wir können handeln. Was will er kaufen? Wetter will er kaufen und Bären. Ja, dann wollen wir mal gucken, was wir hier geben können. Was willst du verkaufen? Werkzeuge, 20. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir ein paar Werkzeuge kaufen. Beute, das ist das Lager. Speicher, ja, und wie kann ich was verkaufen? Ah, Fisch, Wein, ich kann jetzt, wenn wir noch Essen anfangen, kann ich schon ein Speicher bauen. Sieht nicht so aus, ne? Speicher. Oh, da kann man ja noch einiges bauen. Den haben wir ja schon. Genau. Was haben wir mit? Wie gesagt, haben wir wieder drin. Das Kirche Herrenhaus sind wir dabei. Wann kann ich denn diese? Ah, ja, Ressourcen. Das heißt, ich kann jetzt hier kaufen. Wenn wir nochmal gerade 10 von den Werkzeugen rein. Genau, das machen wir. Und verkaufen, was wollte denn der Mensch haben? Irgendwie Bretter haben. Der Chef, der muss schon, wo ist die Wade? Obwohl, ich kann ein paar Ressourcen verkaufen. Ich verkaufe den mal. Nein, habe ich kaufen gedrückt? Kaufen, genau. Und hier wollen wir schauen. Ich verkaufe mal 15. So. Das heißt, er will jetzt Bären haben, da gibt er mir 4. Ist nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Bretter. Okay, Bretter haben wir jetzt nicht, die brauchen wir jetzt selbst. Wir brauchen noch 7 Bretter. Mal schauen, wo der Händler herkommt. Ne? Kommt da schon einer? Noch nicht, aber hier vorne ist noch Bärensammlung. Bärensammlung, ja. So. Ja, wir haben noch ein Werkzeug. Das heißt, wir brauchen Werkzeuge. Hätten wir vorne verschlampt? Okay. Irgendwas machen wir mal mit Minus. Problem ist, wir können noch nichts einlagern. Wenn wir 500 haben, dann könnten wir was kaufen. Vielleicht können wir davon die Ecke fahren. 595. So, Bretter haben wir noch 3. Brauchen wir noch? Wir können Bretter verkaufen. Okay, lassen wir uns mal die Bretter
hier fertig bekomme, die Steine. So. Willeburg. Ja, mal Peter machen wir kein Minus und die Leute hungern noch mit. Aber die bauen noch keine Wohnung mehr. Ja, ich weiß, ihr habt noch keine Wohnung mehr. So. Wir machen uns jetzt keine großen Gedanken. Es arbeitet alles in einigermaßen aktiv. Noch eine Münze. Befördert er erst mal Fernaus. Bin ich ja gerne tun. Ein Mönch nähert sich uns. Oh, wir kriegen Besuch. Aha. Hallo Mönchlein. Mach doch mal das Loch, wie goldig. Sieht auch wie diese russischen Puppen in der Puppe. Ne? Falls er der Meinung ist, er bekommt von uns was, liegt er falsch. Wo ist unsere Stadt? Aus der Rand. Genau. Okay, ich komme jetzt wochenlang rumsuchen. Ein paar Mal für die Gebäudeansicht. Gebäude, ja, Gebäude, Gebäude, Stände. Und hier haben wir nichts. So, wo sind wir? Das war eine Kiste, lieber Mensch. Dankeschön, dass du uns den Weg gewiesen hast. Ja, geht mit diesem 500. So, was ist denn noch? Die Bretter sind bis auf einen fertig. Sieht gut aus, ne? Aber warum baut der da keine? Keine Wohnung. So, jetzt kann ich eigentlich noch kaufen, ne? Was willst du von mir, Mönchelein? Du magst eine Audienz. Wo bist du überhaupt? Lokalisiere Mensch. Bitte Mensch. Was will der überhaupt? Nee. Der kriegt nichts. Wir sind gerade um Werkzeuge, ne? Also. So, wir können jetzt auch nichts verkaufen. Was will der? Keine Wohnung? Ja, das weiß ich doch alles. Mann. Bretter. Können wir verkaufen. Was über 10 lieber durch. Mal, dass jemand haben wollte, ne? So. Mal die Frage, wann einer kommt. Oh, ich kann Ladeausfall schalten. Hochbüro freigeschaltet. So, das heißt, wir brauchen jetzt ein Ladehaus. Ladehaus? Habe ich doch schon. Freies Gebiet. Okay, habe ich ein freies Gebiet, was ich kaufen kann? Genau. Oh, ich kann ein Gebiet kaufen. Was kaufen wir? So, das haben wir gekauft. Damit später, genau. So. Kann man hier ein Wohngebiet bauen? Nee, auch nicht.
Aber das macht nichts, wir wollen ja Holz holen. Komm, Rommel. Genau. Ah, Pinsel war mit. Okay, vergrößern wir mal den Pinsel. So, genau. Pinsel ist vergrößert. Bauen wir das mal ab hier. So. Dann können wir später eine Fischerhütte bauen. Das ist gut. So, ich muss mal gucken, dass wir das Lagerhaus bauen können. Wo ist das Lagerhaus? Ah, das ist das Lagerhaus. Okay, das ist der Speicher. Dann setzen wir das Lagerhaus hier hinten rein. Ein Weg blockiert. So, dann könnte man hier mal überlegen, wie schnell der jetzt hier arbeitet. So, wir sind so. Haben ein paar Leute, die arbeiten. Träger, was tust du denn? Kein Haus, ja, ja. Du wirst doch keine Häuser geben. So. Wohngebiet. Ich hab doch einen Weg blockiert. Rexamilo konnte Hauptgebäude nicht erreichen. Wählen wir Rexamilo. Rexamilo, machen wir mal ein bisschen langsamer. Rexamilo, mein Freund, wo bist du? Rexamilo, du bist hier. Aber jetzt geht's wieder, ne? Ja, sieht so aus. Machen wir den Minus. Ja, dann bauen wir doch ein Haus. Wohnhaus wird gebaut. Es wird ein Wohnhaus gebaut. Aber nur eins. Wir brauchen für 8 Leute eins. Das Haus dürfte gleich fertig sein. Aber welcher Weg ist blockiert? Mensch. So, was ist jetzt noch das Problem? Wasser? Ja, komm. Welches Hauptgebäude? Kannst du mir sagen, was du meinst? Ich würde ja gerne den Weg entblockieren, aber sag mal wie. Den Stein. Okay, aber das müssen wir dann machen, ne? So, jetzt. Dann.
doch bitte Venus hier. Eiern, warum bin ich noch raus? Was passiert hier? Ich gehöre dazu. Also, so lange geht mir das auf die Nerven. Schauen wir mal, was als Spiel lang wir noch brauchen. Ah, ja? Kann ich so lang? Gut, der Geld geht wieder hoch. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ich wollte auch ein Herrenhaus bauen. Oh nein! Was würde ich denn die Tür woanders hinsetzen? Das ist jetzt der, wo der, wie ist das der Problem hier gewesen? Ja, dass vielleicht dass die Leute nicht hingekommen sind. Gut, schauen wir mal. So, wir haben jetzt das Lagerhaus fertig. Das ist es. Das sollst du zuweisen. Ich kann verkaufen. Holz. Werkzeuge. Okay, wir haben eben was eingerichtet. Wetter und Beine. Ah, jetzt kommen die Werkzeuge da rein. Ich muss den Leuten erstmal sagen. Okay, so, baut das Sachen auf. Mensch, das Herrn soll da hinten stehen. Gut, haben wir da eine Kirche. Sind wir auch begeistert, ne? So, das war schon immer das Ziel, eine Kirche zu haben. Okay, das ist auch unser Grundstück. Ja, wenn wir das hier noch zukaufen könnten. Nee, blockiert. Welcher Weg ist blockiert? Achso, dann kann ich auch da einen Träger hinsetzen. Okay, dann lass uns mal den jetzt einen Träger machen. Und der ist auch ziemlich sauer, ne? Das ist ja hohe Wissenschaft hier. Wir haben Werkzeuge. So, jetzt müssen wir doch eigentlich hier das Ding fertig bekommen. Ich habe jetzt auf Bauen gedrückt. Aha. Aber zu wem dann? Schatzi, sag mir mal bitte zu wem. Ah, jetzt geht das Geld drin, wenn wir Werkzeug gekauft haben.
Fertig. Okay, wenn du mir jetzt sagst, soll das hier der Grund des Hauptgebäudes sein? Gut, das war mir ja schon mal, was jetzt passiert. Ich muss den Brunnen woanders hinsetzen, ne? Na gut, das Zeug ist alles da. Ja, dann mal gucken, dass wir mal nichts kaufen. Handel. Ressourcen, wir kaufen jetzt nur bis 5. Und schmeißen wir so viel Geld raus. Und mal schauen, ob das etwas mit dem Brunnen zu tun hat. Aber das bauen wir mal hier weg. Ja. So. Dann bauen wir das Zeichen noch da hinten hin. Ja. Hier stehen wir trotzdem den. Die Idee mit so einem kleinen Hof. Ja, komm. Ist das ein bisschen höher? Ja, setzen wir den da ein. Und jetzt brauchen wir noch eine Tür, ne? So, was ist das? Ein Wohnhaus. Er baut das zweite Wohnhaus. Es ist Gottes Wille. Nein, es ist Romines Wille. So. Dankeschön, dass ich Gottes Wille erfüllt habe. So, da ist alles für da. Das sieht ja mal gut aus. Das ist das Wohnhaus. Das ist ein Wohnhaus. Da wohnen. Sind 6 Leute drin, hier sind 6 Leute drin. So, was haben die noch? Komfort und Gottesdienst. Ja, dann geht doch in die Cash. Okay. Bauen, oh, bauen vergessen zu drücken. Das ist nicht so gut. Mal eine schöne Lage für so ein Herrenhaus, ne? Bisschen Überblick. Da hinten ist die Kirche. Glockenläute. Oh Gott, ist das schön. Dann bauen wir auch vielleicht noch ein Kreuz, ne? So. Aha. Er baut das Herrenhaus. Essen ist gut. Geld ist mir nicht so gut. Aber unsere kleine Stadt wächst und wächst. Und genau, wächst. Schon wieder Weg blockiert. Wenn ich jetzt bloß wissen würde, welches Weg die meinen. Hier ist halt immer der Ballflach, du kriegst ja noch ein Häuschen. Also, motzen, motzen, motzen. Okay, kommen wir in die Kirche rein. Bauen. So. Menschen dann täglich, ne? Also da war jemand drin schon mal. Okay, die Kirche läuft dann schon mal, daran hängt es jetzt mal nicht. Aber wir werden den Brunnen woanders hinbauen.
Gut, er braucht nur Steine. Das Herrenhaus ist gebaut. So, baut Herrenhaus. So, ein Raum. Große Halle. Machen wir mal auf langsame Geschwindigkeit. Was muss man da machen? Große Halle. Aha. So, das haben wir jetzt gemacht. Okay, jetzt können wir einen Dorfbewohner zu einem Leibeigenen machen. Okay. Und? Ah, das geht, glaube ich, erst am Ende des Monats oder Anfang des Monats. Okay, es ist nicht so relevant. Denn sicher ist eins, wir brauchen noch Holz zum Wohngebiet. Schauen wir mal, da vorne hin sieht hier. Auch wenn es zu attraktiv ist, die sollen froh sein, wenn sie was haben. Ganz ehrlich. Okay, gut. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.